Die Zeit ist es 22 Uhr. Figaro am Abend. Und damit willkommen zum Hörspiel am Dienstagabend, das heute dem Schriftsteller Günter Eich anlässlich seines 100. Geburtstages am 1. Februar gewidmet ist. Das Leben und Schaffen des wohl bedeutendsten deutschsprachigen Hörspielautors steht dieser Tage im Zentrum ganz unterschiedlicher Sendungen. Hier bei uns im Programm ebenso wie auch landesweit. An das berühmteste und spektakulärste Hörspiel von Günter Eich mit dem Titel Träume aus dem Jahr 1951 werden wir am Donnerstag in einer Hörspiel-Sondersendung erinnern. In einem Günter-Eich-Abend, der ARD-weit ausgestrahlt wird, hören Sie neben einer Neuinszenierung dieses Hörspiels Lesungen seiner Gedichte und Prosa sowie Auszüge aus Korrespondenzen und Preisreden. 1959 erhielt Günter Eich den Büchner-Preis, einen der höchstdotierten Literaturpreise der Bundesrepublik. Einen Auszug aus der Rede des Autors können Sie bereits im Anschluss an das nun folgende Hörspiel Der Tiger Yusuf hören. Hierin geht es um ein ebenso menschliches wie bestialisches Phänomen, um die Konstellation von Macht und Ohnmacht, von Unterdrückung und Ausgeliefertsein. Oder, um im Sprachgebrauch des Dompteurs zu bleiben, von Fressen und Gefressenwerden. Günter Eich macht in seinem fantastischen Verwandlungsspiel einen ausgebrochenen Zirkustiger zum Symbol für die verborgene, dunkle Seite aller Figuren in diesem ganz alltäglichen Ausbeutungszirkus. Vorstellen, Hörer. Aber wer bin ich? Ich könnte nicht einmal sagen, dass die Stimme, die du vernimmst, mit Sicherheit die meine sei. Einiges spricht dafür, dass ich ein Tiger bin. Genauer gesagt, der Zirkustiger Yusuf. Aber nicht nur dir, auch mir kommt es merkwürdig vor, dass ein Tiger in menschlicher Sprache soll reden können. Nein, es ist ohne Zweifel so, dass auch viele andere Stimmen, die du hören wirst, die meinen sind. Und daraus schließe ich, dass es nicht mit Sicherheit feststeht, wer ich bin. Beispielsweise könnte ein Gespräch zwischen der Kunstreiterin Anita und dem Dompteur William durchaus von mir geführt sein. Vielleicht mangelt es dem Ohr nur an Feinheit, dergleichen wahrzunehmen. Hör zu. Ein kleines, aber ausgesuchtes Programm, Anita. Zwei Seelöwen zum Anfang. Was hältst du von Seelöwen? Ich kann sie nicht ausstehen. Ach, das wusste ich nicht. Nein. Das wusstest du nicht. Seelöwen sind allgemein beliebt. Und an Elefanten ist ja nicht zu denken. Du weißt, was ein Elefant heutzutage kostet. Man muss klein anfangen. Da wären Flöhe gut. Flöhe? Sind klein und kosten nichts. Unter meinem Niveau. Wer mit Großkatzen arbeitet, geht nicht zu Flöhen über. Das musst du einsehen. Muss ich? Du bist so feinfühlig, wenn's dich betrifft. Nicht nur mich. Meine Nummer mit Yusuf soll nicht das Wichtigste sein. Yusuf willst du auch mitnehmen? In unsere Zukunft. Eine Zukunft mit abgewetzten Krallen und ohne Eckzähne. Du kränkst mich. So alt ist Yusuf nicht. Jedenfalls stinkt er. Du müsst ihn wenigstens mit Lavendelseife waschen und mit Kölnisch Wasser nachreiben. Mit was? Lavendelseife, Kölnisch Wasser. Ach, William. Bill, hast du früher gesagt. Und William sage ich heute, weil du so feinfühlig bist. Ich könnte auch Willi sagen. Willi Schulze aus Bretleben am Kyffhäuser. Es ist so deprimierend, Schulze mit TZ und Kyffhäuser mit Y. Ja, das stimmt. Was stimmt? TZ und Y. Aber sonst stimmt gar nichts. Du musst verstehen, Bill. Ich verstehe. Was sollte denn die Hauptsache sein?
Nicht deine Nummer mit Yusuf? Du und die Pferde. Der Spitzentanz im Trab. Deine Füße. Die Kusshände ins Publikum. Und hinter mir die Rossäpfel als Zugabe. Die haben immer den meisten Applaus. Ach nein. Nein. 17.000 Mark Ersparnisse. Und nein? 17.000? Wenn ich alles flüssig mache? Mach es flüssig. Und dann? Bill, könntest du mir 2.000 Mark borgen? Aber natürlich, Anita. Ja, ich könnte ebenso William wie Anita gewesen sein. Vielleicht auch beide gleichzeitig. Ebenso geht es mir mit einem anderen Paar, dem Bäckermeister Mattison und seiner Frau, damals, als sie am Bodensee in der Sommerfrische waren, an Frau Mattisons Geburtstag. Höre auch das. Richard? Was? Der Mann auf dem 5-Meter-Brett. Sie. Mhm. Jetzt springt er. Und? Es sah gut aus. Ja. Richard? Ja? Ich darf mir etwas wünschen, weil ich Geburtstag habe. Gewiss, meine Liebe. Spring vom 5-Meter-Brett. Ich? Ja, gewiss. Ja? Du solltest dir etwas Besseres wünschen. Was hast du davon? Ein Strauß Rosen oder wir könnten an den 4-Waldstätter See fahren. Nur das eine, dass du vom 5-Meter-Brett springst. Natürlich könnte ich es. Aber es ist zu dumm. Ich habe einfach keine Lust. Mein Geburtstagswunsch. Nein. Schade. Sehr schade. Soll ich dir sagen, warum du es nicht tust? Darum ging es, nicht wahr? Damit du es mir sagen konntest. Das war dein Geburtstag. Weil du feige bist. Feige, feige. Ja, auch diese beiden Stimmen könnten die meinen sein. Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Und noch andere Stimmen kann ich dir vorführen. Hörer, die ich für meine halte. Das dritte Paar. Der Fabrikant Rimböck, Kommerzienrat, langweilt sich am Abend in Gesellschaft seiner Frau Ottilie. Wann hast du die Zeitung ausgelesen? Ich lese sie nicht, Ottilie. Dann leg sie weg. Du missverstehst mich. Ich muss durchaus hineinschauen. Um mich zu kränken. Um nicht zu lesen, Ottilie. Was wäre das Nichtlesen, wenn ich nicht hineinschaute? Weine nicht. Könnte auch behaupten, ich lese. Kommt auf den Standpunkt an. Du meinst doch die kleinen schwarzen Kringel, die man Buchstaben nennt. Wie? Sei versichert, dass du sie meinst. Aber die schaue ich nicht an. Ich lese das Weiße drumherum. Das Weiße? Es ist schwierig, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, etwas Mitteilenswertes zu finden. Heute Abend noch? Geduld, Ottilie. Wir leben ja länger als einen Abend. Das genügt eigentlich. Es ist nicht nötig, dass wir die Damen und Herren näher kennenlernen. Ich wollte nichts als dir sagen, dass ich etwas ratlos bin, wenn ich mich vorstellen soll. Habe ich dich auch etwas ratlos gemacht? Nun, unter uns, nimm das alles nicht so ernst und denke nicht so viel darüber nach. Vermute nichts anderes als ein Spiel. Und belasse es dabei. Ich sage dir ausdrücklich, dass es mir Freude macht, dich zu verwirren, zu nassführen und zu belügen. Am besten fährst du, wenn du bei allem vermutest, es sei gelogen. Das ist ein Rat für dich. Aber
Für mich selber kann ich wenig damit anfangen. Immer wieder die Frage, wer bin ich? Eines Morgens erwache ich in einem fremden Zimmer, in einem fremden Bett, neben einer fremden Frau. Es ist ein Schrank da, aus geflammtem Nussbaum, ein Waschbecken mit blinkenden Nickelhähnen, eine Nachttischlampe, neben der Tür Lichtschalter und Klingel und die Anweisungen der Verwaltung. Preis des Zimmers als Doppelzimmer 16 Mark. Kurtaxe, Bedienung, bei Nichteinnahme des Frühstücks erhöht sich der Preis um 10%. Das ist gut. Man liegt weich auf dieser Matratze. Aber wer bin ich? Vielleicht sollte man klingeln. Einmal dem Zimmermädchen, zweimal dem Kellner und fragen, wer man ist. Oder wer die Frau ist. Sie schläft. Hat den Mund leicht geöffnet, lächelt im Schlaf. Sie hat dunkles Haar, zarte Haut. Soll ich sie wecken und fragen? Ich habe keine Erinnerungen. Bin nie vorher gewesen, bin eben und neu geboren. Wie klingt meine Stimme? Hallo. 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 Eine ganz fremde Stimme. Hallo. Ich kenne sie nicht. Hallo. Leider weiß ich auch nicht, wie meine Stimme in Wirklichkeit klingen müsste. Vielleicht ist diese hier die rechte. Das sind schwierige Fragen für einen Neugeborenen. Und ich stehe auf, die Welt zu ergründen. Eine Tür ist da, die auf den Balkon führt. Ich trete hinaus. Ein dampfender Sonnentag. Bäume, einen Abhang hinunter bis zu einem breiten Fluss. Ein Felsklotz drüben. Vielleicht die Lorelei? So bin ich in Säcklingen. Das stimmt freilich geografisch nicht ganz zusammen. Aber irgendetwas entsetzlich Deutsches ist in mir. Wo bin ich? Wer bin ich? Maximilian? Stimmt. Maximilian? Die Frau im Zimmer. Maximilian? Meint sie mich? Heiße ich Maximilian? Der Name kommt mir bekannt vor. Ganz nah an dem Leben, das mir auf der Zunge schwebt und das ich nicht aussprechen kann. Ja? Bitte? Eine unangenehme Situation. Wer ist die Frau? Und mein Schlafanzug erschwert eine geordnete Unterhaltung. Warst du auf dem Balkon? Eine Frage, die noch zu nichts verpflichtet. Ja. Ich war auf dem Balkon. Aber was nun? Wie ist das Wetter? Es wird ein schöner Tag. Fallender Nebel. Man sollte den Rhein erwähnen, um wenigstens die Geografie zu klären. Eine hübsche Aussicht. Direkt auf den Rhein. Das war gut. Du meinst auf die Donau. Das überrascht mich. Auf die Donau. Du bist abwesend. Noch am Rhein und der ist weit. Moment, ich bin gleich da. Warum lacht die Person? Sag mir guten Morgen. Sie fasst es als Annäherung auf. Peinlich. Guten Morgen. Was heißt du, Maximilian? Wieder dieser Name. Was ich habe? Einen Ehering an der Hand. Sie trägt auch einen. Sollte etwa... Es wäre entsetzlich. Du siehst mich an, als wenn ich dir fremd wäre. Was soll ich sie anders ansehen? Die Geografie ist unergiebig. Eine Entscheidung erzwingen. Ottilie? Paula? Anita? Guten Morgen. Anita. Sagtest du schon. Anita scheint richtig zu sein. Du reitest auf einem Apfelschimmel.
und wirfst mir Kusshände zu. Das ist Gott sei Dank vorbei. Meine Ahnungen. Vorbei? Traurig deswegen. Was die Kusshände betrifft. Gelogen. Reine Höflichkeit. Wie bin ich nur an diese Person geraten? Offenbar verheiratet? Offenbar eine Hochzeitsreise. Der Trompeter von Säckingen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten und das alles an der Donau. Ich kann nur hoffen, dass ich jemand bin, den die Geografie so wenig beunruhigt wie das Personenstandsregister. Was die Kusshände betrifft. Nicht mehr nötig. Keine Entfernungen mehr. Du bist an der Quelle. Brigach und Brege. Und ich hatte die Hoffnung auf Graubünden. Diese schamlosen Quellen in Stein gefasst und mit neckischen Inschriften. Anita, die Quelle. Daneben Butterbrot, Papier und Limonadenflaschen. Offenbar bin ich jemand, dem es auf nichts ankommt. Vorwärts, Maximilian, vorwärts. Ich bin an der Quelle. Küsse so viel du willst. Trockene, feuchte und überall hin. Das geht zu weit. Der Trauschein ist kein Pass für Schamlosigkeiten. Man muss energisch sein. Ich will dir ein Geständnis machen, Anita. Ich bin nicht Maximilian. Ich weiß nicht einmal, wer das ist. Ich bin Yusuf, der Tiger. Das war übereilt. Man braucht Umwege bis dahin. Ich bin William, der Dompteur. Dompteur. William. Ist tot. Eigentlich kein Grund zu lachen. Tot oder nicht, ich bin's. Daran ist etwas Wahres. Mir steigen Erinnerungen auf. Der Käfig. Yusuf blinzelt mit seinen gelben Augen zu William hin, der mit Cortes vor den Stäben steht. Wie weit weg das ist, Gott sei Dank. Ganz nahe, Anita. Ich will nichts davon hören. Genau musst du es hören, Anita. Im Vertrauen, Cortes, ich habe die Absicht, Anita zu heiraten. Ich weiß nicht, William, warum mein Ohr für Geständnisse so besonders geeignet ist. Ich bin Clown und von mürrischer Gemütsart. Außerdem magenleidend. 5 Kinder hängen mir am Fuß. Und was muss ich hören? Der Messerwerfer hat Schwierigkeiten mit der Religion. Der Jongleur fühlt sich in seinem Hotelzimmer nicht wohl. Und die Frau Direktor nicht in der Welt. Der Pferdeknecht plant einen Bankeinbruch. Du brauchst Anita und Anita braucht einen Pelzmantel. Sie hat ihn schon. Gott sei Dank. Ein Kummer weniger. Und ich habe keinen Kummer. Sagtest du nicht, du wolltest sie heiraten? Ich will... Nein, lieber William, sprich nicht weiter. Sowohl mein Blutdruck wie meine Herzkranzgefäße sind beklagenswert. Nicht einmal meine Haut hat weg zu viele Gefühle. Du solltest dich mehr um Yusuf kümmern. Er gefällt mir nicht. Yusuf? Ist ganz in Ordnung. Er grübelt mir in letzter Zeit zu viel. Der und grübeln. Wenn er sein Fleisch hat, ist er zufrieden. Natürlich ohne Knochen. Sein Gebiss lässt nach. Vielleicht hat er Zahnschmerzen. Jedenfalls vermute ich, er kann noch ganz gut beißen. Hörst du das, Yusuf? Dein Auftritt, Cortes. Um das noch zu sagen, du kannst deine Nummer mit Yusuf ausfallen lassen, wenn du seelisch zu erregt bist. Seelisch erregt? Ein Pelzmantel, immerhin. Polarfuchs. Und eine Gelegenheit. 1700 Mark. Ja, im Frühjahr sind sie billiger. Am besten, du meldest dich krank. Krank? Ich sprühe Funken. Ich lebe zum ersten Mal. Das meine ich. Ich aber lag blinzelnd hinter den Gitterstäben und wartete. Denn ich war Yusuf, der Tiger. Entfernt hörte ich die krähende Stimme des Clowns Cortes und das Lachen der Menschen. Dann wurde es still. Das Gitter wurde hochgezogen und ich lief durch den Laufgang in die Manege. Ich brüllte, wie es sich für diesen Augenblick gehört. William betrat den Käfig. Ich sprang, wie es sich ebenfalls gehört, auf meinen Schemel. Du kennst das Programm. Wilde Gebärden, Zähne und Krallen zeigen, Angst vor Peitsche und Stock. Alle Künste mit Widerwillen getan, aber dem Menschen gehorsam.
Wichtiger als der Sprung durch den brennenden Reifen ist die Gefahr. Du weißt das alles, es ist das Sichtbare, das jeder sehen, der Schauer auf der Haut, den jeder fühlen kann. Aber wahrscheinlich weißt du nicht, dass jede Vorführung ein Dialog ist. In einer Sprache geführt, die es nicht gibt. Ein stummer Dialog, der auch dem Beteiligten kaum bewusst ist. Man kann ihn allenfalls übersetzen. Es ist schwierig, weil das Original fehlt und beweist zudem die Unvollkommenheit aller Übersetzungen. Höre immerhin die Übersetzung des Gesprächs, das William an jenem Abend mit mir führte, als du fort warst, Anita, als Cortes in einem Winkel die Fackeln bereithielt, um 9:30, vor dreiviertel vollem Haus, unterbrochen von Peitschenknall und ermunterndem Zuruf, begleitet von einer gleichsam ängstlichen Musik. Aber sie dringt nicht in unser Gespräch. Wir führen es anderswo. Guten Abend, Yusuf. Guten Abend, William. Wie fühlst du dich? Danke, es geht. Ich habe heute an meine Mutter gedacht. Eine Erinnerung, die in der rechten Kinnlade hinten begann. Rechts hinten? Eine Vermutung von Cortes, allerdings ohne Ortsangabe. Er sagt, du grübelst zu viel. Zum Beispiel, dass ich einsam bin. Auch rechts hinten? Rechts oben, etwas weiter vorn. Wir müssen anfangen, Yusuf. Bitte? Du bist nicht in Form, William. Schwing die Peitsche ruhiger. Entschuldige, ich werde mir Mühe geben. Und schau nicht zu viel ins Publikum. Ich suche Anita. Sie scheint nicht da zu sein. Aber immerhin Menschen genug. Dagegen habe ich nicht ein einziges Mal einen Tiger im Publikum gesehen. Warum nicht? Man wüsste, wozu man da ist. Ein Beweis, wie schlecht es ist, nachzudenken. Man kommt zwangsläufig auf unangenehme Fragen. Und dann, William, fiel mir ein, ich weiß nicht, ob von rechts oben oder rechts unten, es gibt hinter Käfig und Zirkus noch eine andere Welt. So etwas sollte dir nicht einfallen. Wir müssen einen Zahnarzt bestellen. Auch wenn ich hinter Gittern geboren bin, ist das ein Beweis, dass es nichts anderes gibt als Gitter? Wo ist zum Beispiel meine Mutter geboren? Sprechen wir nicht davon. Du machst es dir leicht. Still jetzt. Weiter. Ich werde knurren und dich anfauchen. Mir ist danach. Und außerdem sieht es besser aus. Ja, dass ich gelb bin und gestreift. Warum bin ich gelb und gestreift? Du musst zugeben, dass es dir früher nie aufgefallen ist. Und wozu habe ich Zähne? Wozu habe ich Krallen? Zum Packen, zum Beißen. Ist das alles? Mir scheint ein Geheimnis zu stecken. Schlechte Gedanken, Yusuf. Und nicht nur schlecht. Es sind keine Gedanken, es sind Zahnschmerzen. Und selbst wenn es Wahrheiten wären... Es sind Wahrheiten. Wenn man herausfindet, woher sie kommen, sind es keine mehr. Ach. Zumindest, wenn sie unangenehm sind. Und bei den angenehmen? Sucht man nicht. Wenn ich dich höre, William, bleibt mir wirklich nichts anderes, als durch den Reifen zu springen. Das wollte ich sagen. Bei alledem, William, du dirigierst mich schlecht. Es liegt daran, dass Anita nicht da ist. Bei mir sagtest du Zahnschmerzen. Was soll ich davon halten? Soll ich tun, was ich will? Nein. Ich fürchte mich auch davor. Wenn ich überhaupt etwas will, muss es mit meinen Erinnerungen zusammenhängen. Die Wahrheiten oben rechts und unten rechts. Jedenfalls gelb gestreift und meine Mutter. Hilf mir, William, dass ich nicht tun muss, was ich will. Ich habe dir bereits bewiesen, Yusuf, dass es auf der Welt nichts als Reifen gibt. Von Anita abgesehen, die nicht da ist. Und
höchstens mich beweist. Schweigen wir davon. Jedenfalls kann ich mehr, als du denkst. Purzelbaum schlagen, die Musik dirigieren, Walzer tanzen. Hör auf. An der schönen blauen Donau. Überzeug mich nicht. Bleiben wir bei der Sache. Ich bitte dich. Alles, was du willst, aber du musst es mir sagen. Auch eine höfliche Rebellion kann ich nicht zulassen. Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Meinetwegen. Aber einer muss es mir sagen. Wenn nicht du, dann vielleicht meine Mutter? Immer die alten Geschichten, die längst widerlegt sind. Du zwingst mich also. William, wo ist meine Mutter geboren? Im Dschungel, Yusuf. Immer noch unter Freunden gesagt. Dschungel. Das ist also das Wort. Das Gelbe in deinem Fell ist die Sonne. Die schwarzen Streifen, der Schatten des Rohrs. So gesprächig, William. Und meine Zähne? Es lohnt sich nicht, darüber zu reden. Und meine Zähne, William? William brauchte nicht mehr zu antworten. Als ich sein Blut schmeckte, wusste ich alles, was ein Tiger zu wissen hat. Freilich war meine Tigerschaft im gleichen Augenblick gewonnen und verloren. Ich war nicht mehr Yusuf allein. Ich war zugleich William geworden. Dass ich mich leblos vor mir selber liegen sah, empfand ich dabei als ungehörig. Jedenfalls empfahl es sich, diese Situation schleunigst zu verlassen. Es war mir, genauer gesagt William und mir, auch peinlich, so viel Aufregung hervorgerufen zu haben. Ein toter Dompteur im Käfig, schreiende Zuschauer, weinende Kinder, der alberne Cortes, der eine Pechfackel zwischen die Gitterstäbe schob und mich als Bestie beschimpfte. Nein, all dem waren meine Nerven nicht gewachsen, und ich öffnete eilig die Tür des Käfigs und empfahl mich. Als man mich fliehen sah, verstärkte sich das Geschrei im Zirkus. Mit wenigen Sätzen erreichte ich das Freie, die Nacht, einige Dunkelheit zwischen den Laternen. Williams Ortskenntnis zusammen mit Yusufs Zahnschmerzen ergaben eine entschlossene und fehlerlose Rückzugsroute. Auch kam mir die Intelligenz der Nacht zu Hilfe, die einen öffentlichen Park hergerichtet hatte. Ohne Laternen, mit dichten, finsteren Gebüschen, eigens, um ein helles Fell zu verbergen. Dankbar kauerte ich mich nieder, in der Absicht, über die Ereignisse des Tages zu meditieren. Da störten mich Stimmen auf. Eine davon gehörte dir, Anita, die andere Maximilian. Die Wörter ich und mein will ich vermeiden. Yusuf und Maximilian waren damals noch gut auseinanderzuhalten. Da, endlich ein Stern. Es ist alles da. Ein Stern, das flüsternde Laub um uns. Hörst du die Nachtigall? Es sind Frösche. Das kommt auf dasselbe heraus. Dazu der betäubende Blumenduft, Lindenblüte, Kamille, Pfefferminz. Zwei Herzen im gleichen Takt. Ich brauche gar nicht zu sagen, in welchem. Es wird alles unvergesslich bleiben. Wir passen zusammen. Du hast auch so viel Sinn für Stimmung. Ja, den habe ich. Kurzum, wollen wir gehen? Wie? In meine hübsche kleine Wohnung. Zwei Zimmer, Bad und Kochnische. Ich hatte dich auf 6 bis 8 Zimmer geschätzt. 32, ohne zu prahlen. Aber es kommt mehr auf die Freiheit an. Eltern sind neugierig. Geschwister noch mehr? Ich habe keine. Keine Geschwister? Wir waren zu Hause 17. Wie ist es ohne? Das Erbe teilt sich nicht durch 17. Das ist der Unterschied. Ja. Am Ende brauchst du gar nicht zu arbeiten. Ich bin Juniorchef in der Firma. Was hast du? Es ist alles so schön. Der Abend, die Gespräche mit dir. Man lernt sich immer besser kennen. Ich kenne noch zu wenig von dir. Und
dann die Frösche in der Ferne. Die besonders. Vielleicht sind es auch Nachtigallen. Kaum zu unterscheiden. Jedenfalls ist alles sehr stimmungsvoll. Mein Jahreseinkommen... Dann sprich nur weiter. Ich höre deine Stimme so gern. Mir war es, als ob... Was? Ein Rascheln im Gebüsch. Und in diesem Augenblick? Nein, Maximilian, jetzt keine Unterbrechung mehr. Und wenn es der Fiskus selber ist, der lauert. Tote Posten aus der Bilanz. Gespenster also. Sprich weiter, Geliebter. Für alle Fälle mir ins Ohr. Dein Jahreseinkommen. Im Durchschnitt 60.000. Netto. Natürlich. Es sind doch Nachtigallen. Habe ich gleich gesagt, aber... Ich habe die besten Ohren, nichts zu hören und nichts zu sehen. Aus. Schau, Max. Wo? Johanniskäfer. Die rascheln nicht. Zwei nebeneinander, wie Augen. Zwei Sterne. Du und ich. Wie schön du das gesagt hast. Symbolisch für unsere Liebe. Ganz symbolisch, Maximilian. Fangen Sie mir. Gern. Wenn Sie so lange stillhalten. Schreiend liefen die beiden zur hell erleuchteten Straße hinüber. Sie hätten sich weniger beeilen müssen. Es lag mir fern, ihnen gegenüber den Tiger herauszukehren. Doch lasse ich mir, wie jeder Mann, nicht gern in die Augen fassen. Der Teil William in mir erwies sich nicht als gewalttätig, sondern als elegisch leidend. Tränen strömten mir aus den Augen, die Max für Leuchtkäfer gehalten hatte. Mein Schluchzen bewegte die Fliederbüsche. Und als zu allem Überfluss ein zuerst feiner, dann immer gröber werdender Regen einsetzte, unter dem ich willenlos liegen blieb, geriet ich nach einigen Stunden in einen durchweichten, beklagenswerten Zustand, der auch für meinen hohlen Zahn ungünstig war. Unter diesen Umständen war es fast ein Glück zu nennen, dass die Jagd auf Yusuf den Tiger begann. Eine systematische Aktion von Feuerwehr, Polizei, Scheinwerfern und Panzerwagen. Ich musste mich wohl oder übel von meinen trüben Gedanken losreißen und beobachtete von meinem Parkversteck den Aufmarsch gegen mich. In einem günstigen Augenblick schlich ich davon, schlug einen Bogen und kam an der anderen Parkseite noch unbemerkt an Häuser und Straßen heran, sprang über den Zaun einer Kohlenhandlung und wälzte mich kräftig im Brikettstaub, um mein Fell zu verdunkeln. Bis zur Unkenntlichkeit verschmiert verließ ich den Schuppen, schwang mich mit einem Satz über die Mauer und auf die Straße. Eine große Sehnsucht nach menschlicher Gesellschaft und nach menschlicher Gestalt ergriff mich. Ich schlich an den Häuserwänden entlang und suchte nach einer verwandten Seele. Endlich erblickte ich in einer Seitenstraße ein Licht. Es schien aus einem Keller zu kommen. Ich pirschte mich heran. Es war eine kleine Bäckerei. Der Meister zog eben die ersten Morgensemmeln aus dem Ofen. Guten Morgen, meine Semmeln. Guten Morgen. Seid ihr alle da? Und wie fühlt ihr euch? Ihr habt recht, nicht zu antworten. Es sind rhetorische Fragen, wenn ich an die Schöpferkraft denke, mit der ich an Mulde und Ofen getreten bin. Ich habe euch Gewalt geknetet, gestäubt. Und wenn ihr Religion hättet, kenntet ihr euch aus. Ich gebe euch keine Sünden mit, um euch zu strafen. Ich bin ohne Zorn und Donner und lasse euch Vollkommenheit zuteil werden. Die sphärische Harmonie zwischen Innen und Außen, zwischen Ober- und Unterhitze, zwischen Spröde und Nachgiebigkeit. Die Vollkommenheit, ihr Lieben, die mir fehlt. Einen Augenblick. Wie bin ich in diesen dornigen Satz geraten? Meine Beredsamkeit erschreckt mich. Die Semmeln dialektisch und die Genesis im Ofenrohr. Nicht genug Kuchenbleche für die Zweifel der Rosinen und die Ketzerei des Streusels. Beschränkung ist der Rat der Weisen in den Schrank mit Mehl und Erkenntnissen und deckt sie gut zu, damit das Salz endlich dumm werde und die Vollkommenheit vollkommen. Genug, Seela, arm. Denn es handelt sich um die Unvollkommenheit, um die Unterhitze, die mir fehlt. Die Nachwelt wird nichts Rühmendes über mich berichten.
Nicht einmal das Lokalblatt. Was begreifen Sie, dass ich meine Seele in die Semmeln lege? Ich breche kein Herz. Ich plündere kein Tresor. Ich begehe keinen Lustmord. Ich springe auch nicht vom 5-Meter-Brett. Aber wenn Paula findet, ich sei kein Mann, je nun, vielleicht liegt es daran, dass sie keine Frau ist. Wie bitte? Ist da jemand? Ich, Herr Bäckermeister. Hinter dem Ofen in der Ecke. Suchen Sie Arbeit? Sind Sie Bäcker vom Beruf? Tiger, Herr Bäckermeister. Vom Beruf Tiger. Und in der Tat ohne Arbeit. Tiger? Lassen Sie Ihre Semmel nicht anbrennen. Es riecht hier merkwürdig. Tiger! Seien Sie nicht so erschrocken, es grenzt an Albernheit. Yusuf ist mein Name. Mattison. Richard Mattison. Ich gebe zu, dass es zuerst meine Absicht war, Sie zu fressen. Mein Gott! Ich habe es mir überlegt. Ich käme mit den Knochen nicht zurecht, bin augenblicklich zahnleidend. Das heißt akut reizbar. Ziemlich zudem hungrig. Das dachte ich mir. Also los! Was? Semmeln. Sechs! Acht! Ein Dutzend, wenn Sie wollen! Sie werfen alle daneben! Ein Tiger, der reden kann, lässt auch witzig reden. Daran zweifle ich noch. Ihre Semmeln sind miserabel. Ich verstehe nicht, warum die Menschen jeden Morgen eine solche teigige Masse in sich hineinschlingen. Diese hier ist völlig verbrannt. Allerdings nur außen. Innen hat sie die gleiche Gummikonsistenz wie die anderen. Die Leute wollen es so. Aber Ihr Urteil ist mir sehr interessant. So? Sie halten diese Semmel also nicht für vollkommen. Im Gegenteil. Das wirft ein ganz neues Licht auf die Religion. Immerfort die letzten Dinge, wenn noch nicht einmal der Teig ausgebacken ist. Von meinem Innenleben ganz zu schweigen. Auch nicht interessant. Beweise gegen Paula. Vielleicht ist gerade die Unvollkommenheit... Kommen wir zur Sache. Zu welcher Sache? Ich habe die Absicht, ein Mensch zu werden. Oje. Was meinen Sie damit? Ehrlich gesagt, aber ich wollte Ihnen nicht widersprechen. Es wäre zwecklos. Ich will ein Mensch werden. Bitte sehr. Deshalb müssen Sie ein Tiger werden. Ich? Ein Tiger? Nein, danke. Bei aller Unvollkommenheit, ich wollte sagen Vollkommenheit. Leider kann ich nicht lange darüber diskutieren. Wir tauschen jetzt einfach unsere Gestalt. Das nennen Sie einfach. So. Oh. Oh, oh. Jetzt sind Sie der Tiger in der Ecke. Mein Gott. Und ich bin der Bäcker Mattison und ziehe die Semmeln aus dem Ofen. Wie fühlen Sie sich? Angebrannt wie meine heutigen Semmeln. Und ich? Wie ein Sauerteig ohne Verwendung. Ist es das Übliche? An guten Tagen. Sonst... Wie eine Schabe, die ins Brot gebacken ist. Das halte ich nicht lange aus. Ich auch nicht, mir tut etwas weh. Es sind nicht nur die Zähne, sondern auch der Magen. Denken Sie daran, was ich bei Ihnen essen musste. Ich selbst esse nie Semmeln. Alles für Anita. Und ich? Für wen habe ich Zahnschmerzen und Magendrücken? Für wen ein gelbes Fell? Alles für Anita. Ein Irrtum. Die meinige heißt Paula. Sie wird sich wundern. Die Frage ist jetzt, wie ich als Bäckermeister zu Anita komme. Vielleicht eine Lieferung, bessere Backware, wie wir sie im Laden haben. Eine Auswahlkollektion. Mir fehlt die Adresse. Das ist eine Nachlässigkeit. Es kam alles so plötzlich. Bei mir auch. Aber die Adresse habe ich. Außerdem brauche ich nicht zu Paula zu kommen. Hören Sie, sie kommt von selbst. Ich bleibe in der Ecke. Machen Sie es gut. Kein Wort sprechen. Knurren, wenn ich den Einsatz gebe. Einsatz? Kurzes Hüsteln beiseite. So. Gut. Richard! Liebling. Larifa. Dass du mich in der Backstube besuchst. Keine Aussicht auf gutes Wetter. Sprich endlich, wie ich es gewöhnt bin. Heraus mit den ranzigen Dummheiten. Hast du gut geschlafen? Das ist die erste geschlafen bei diesem Lärm. Ich habe mich mit der Katze unterhalten. Seit wann haben wir eine Katze? Seit heute. Zugelaufen? Ja. Ich mag Katzen nicht. Das Tier wird abgeschafft. Was war das? Die Katze. Hört sich merkwürdig an. Minz.
Mounts. Ah! Ein hübsches Tier. So etwas hat nicht jeder. Ziemlich ausgewachsen. Vielleicht eine Funktionsstörung, das gibt es. Ein Kater, nicht wahr? Weibchen sind sanfter. Auch nicht immer. Er schnappt. Nach der Semmel. Da! Schon lässt er sie fallen. Kann ich ihm nicht verdenken. Wonach schnappt er jetzt? Richard, ich gehe. Nicht doch, Liebling. Warum hältst du mich fest? Die Liebe, Paula. Du bist so selten hier. Richard, lass mich los. Ich weiß, was du vorhast. Ich soll ihm zum Fraß vorgeworfen werden. In Ohnmacht gefallen. Hätte ich sie fressen sollen. Unterstehen Sie sich. Denken Sie daran, dass Ihnen schon die Semmel nicht bekommen sind. Sie haben es großartig gemacht. Wollen wir nicht Freunde sein? Darf ich Ihnen das brüderliche Du anbieten? Bitte sehr. Yusuf. Richard. Richard. Die schöne Ohnmacht schon vorbei. Es ist alles so kurz im Leben. Mir fehlt die Erfahrung. Profitiere von meiner. Ich berate dich jederzeit. Richard. Schnell in die Ecke. Richard. Oh, Richard. Guten Morgen, meine Liebe. Ein wüster Traum, Richard. Ich war in der Backstube. Du bist in der Backstube. Ach, ja, tatsächlich. Und? Aber dass du ein Held wärst, Richard, so weit kann die Wirklichkeit nicht gehen. Ein Held? Du bewegtest dich zwanglos unter wilden Tieren. Das ist komisch. Sehr. Wenn man bedenkt, dass ich nicht einmal vom 5-Meter-Brett springe. Wenn man das bedenkt. Dann war es ein schöner Traum. In gewisser Weise. Wenn man es in Metern misst, waren es mehr als 5. Aber leider... Leider. Die verruchte Wirklichkeit. Die verruchte. Du müsstest jetzt die Semmeln austragen. Ich habe dich verkannt, Richard. Du bist ein Held. Eine Vokabel, das ich mich übergeben könnte. Ich bin kein Held, ich will keiner sein. Ich bin Bäckermeister und wenn dir das nicht genügt, will ich mit meiner Katze ein Gespräch führen. Es genügt mir. Dann also, Frau Meisterin. Die Semmeln austragen, ich eile. Fort, die Treppe hinauf und fort. Sie hat ein zartes Gemüt. Eine Grenzsituation, Richard. Lässt dich mit einem Tiger allein. Mich? Dich? Oder mich? Oder dich? Ich kenne mich nicht aus. Die Situation ist überhaupt... Sei nicht albern, Richard. Mit einem Tiger verheiratet. Ich weiß nicht, was es da zu lachen gibt. Hast du mich nicht abgehalten, sie zu fressen? Auf die Dauer kann ich nicht für mich bürgen. Und für dich auch nicht. Bäckermeister Yusuf. Keine Dummheiten. Zumal ich Zahnschmerzen habe. Stellvertretend. Ich glaube, ich bin falsch am Platz. Um Gottes Willen. Lass alles, wie es ist, und ich behalte gern die schlechten Zähne. Ich komme hier nicht weiter. Die Adresse? Meine Erfahrung, Yusuf. Lass dir raten. Das Einwohnermeldeamt. Oder die Erkenntnis, dass zwischen Paula und Anita keine entscheidenden Unterschiede bestehen. So viel Fantasie habe ich nicht. Ich gebe zu, dass meine immer den Hinteraufgang benutzt, da wo der Müll befördert wird. Und die Wahrheiten, die man nicht möchte. Du kommst aus einem romantischen Milieu. Ach. Ein Kindermilieu, das traurig macht. Lerne den Zynismus, Yusuf. Und du wirst in der Welt Werte entdecken, wo keine sind. Du wirst fröhlich sein, wo die anderen weinen. Du wirst aus allem das Beste machen. Und so... der Zersetzung entgegenwirken. Du wirst glücklich sein. Und wer glücklich ist, dient der Menschheit. Hohe Ziele, Richard. Aber ich hoffe, du bist mir nicht böse, wenn ich die Zahnschmerzen auf mich nehme. Du wie der Tiger, nicht wie der Bäcker, dir ist nicht zu helfen. Du wie der Bäcker. Ich bin's. Und ich wie der Tiger. Wenn du es nicht einsiehst. Jetzt ist es geschehen. Ich hatte von einer Zukunft ohne Semmeln geträumt. Verzeih mir. Ich kann dir nicht böse sein. Eine Zukunft mit Anita ist wahrscheinlich mehr. Leb wohl. Wenn du mich brauchst, ich bin jederzeit da. Ich trabte auf die Straße. Es war eine günstige Stunde, um unbemerkt fortzukommen, aber eine ungünstige, um gleichgestimmte Seelen zu suchen.
In der beginnenden Dämmerung war nur Paula mit ihrem Semmelkorb unterwegs, eine Gestalt, die ich bestenfalls als Notunterkunft gewählt hätte. Ich fürchtete, ihr Herz wäre eine Kuckucksuhr, mehr als einen Halbstundenschrei hätte ich nicht ertragen. Doch folgte ich ihren Wegmarkierungen, den Semmelsäcken an den Türen, um vielleicht einen günstigen Schlafplatz zu finden. Richards Weltkritik hatte mich seelisch und körperlich hergenommen. Es war dringend, dass ich wieder zu mir selbst und meinen eigenen Zahnschmerzen kam. Eine Backsteinvilla in einem parkähnlichen Garten schien mir geeignet. Ich sprang über die Hecke, kroch durch den Rhododendron und begab mich in den Keller. In halber Höhe schaute ein Fenster in den rückwärtigen Teil des Gartens. Eine Terrasse war da, Blumenbeete, ein Wasserbassin, Palmen in Kübeln. Mir gefiel das. Vor allem in Verbindung mit dem Backstein, der ja Ordnungssinn voraussetzt. Befriedigt streckte ich mich auf den Briketts aus und schlummerte ein wenig. Als ich erwachte, war draußen auf der Terrasse ein Frühstückstisch gedeckt. Für zwei Personen, von denen ich allerdings nur eine sah. Eine ältere Dame. Ich glaubte, von ihrem verschnittenen Jackenkleid auf einen geduldigen Charakter schließen zu können und nahm deswegen ihre Gestalt an. Noch eine Semmel? Die schmecken mir nicht. Wechsle den Bäcker. Sie sind überall gleich. Also nirgends schlechter. Das tröstet. Steht etwas von dem Tiger in der Zeitung? Man findet ihn nicht. Dann hätten wir nicht im Garten frühstücken sollen. Deine Idee. Ach, so gefährlich wird es nicht sein. Das Tor ist verschlossen. Und wer zwingt uns zu öffnen, wenn er klingelt? Was hast du da für ein Buch? Ach, das ist nichts. Sieht aus wie ein Kassenbuch. Ich wusste nicht, dass du die Haushaltsausgaben notierst. Nein, das tue ich nicht. Willst du deinen Kaffee nicht trinken? Er schmeckt auch nicht gut. Pfui, David. Wenn du es durchaus wissen willst, es ist ein Konto Courant. Nein, ich will es nicht wissen. Es ist ein Konto Courant, das uns beide betrifft. Habe ich Schulden bei dir? Offen gesagt habe ich das Buch mitgebracht, damit wir abrechnen können. Du machst mich neugierig. Ich kann dir nicht alles vorlesen. Aber du wirst schon nach einigen Eintragungen sehen, worum es sich handelt. Also bitte. Die erste Eintragung ist vom 17. Mai 1922. Vom 17. Mai 1922? Es ist ja 30 Jahre her, das ist ja... Es ist 5 Tage nach unserer Hochzeit. Und, was hast du da notiert? Es steht hier... gesagt, dass er mich des Geldes wegen geheiratet hätte... und keine Spur von Liebe für mich empfände. So, habe ich das gesagt? Ja. Möglich. Vieles gesagt. Außerdem stimmt es. Ich gebe es offen zu. Und du hast das alles notiert. Ja. Ich habe das alles notiert. 30 Jahre lang. 30 Jahre lang. Da muss allerhand zusammengekommen sein, bis heute. Bis heute. Warum betonst du das? Ich habe alle Posten des Konto Courants nach einem bestimmten Punktsystem bewertet. Ah. Zum Beispiel, was ich dir eben vorgelesen habe. Vom 17. Mai 1922. 100 Punkte. Ist das nicht etwas zu viel? Für die Wahrheit? Du kennst den Maßstab nicht. 100 Punkte bedeuten ein verhältnismäßig geringes Vergehen. Es gab welche bis zu 1000 Punkten.
So? Was denn zum Beispiel? Zum Beispiel am 10. November 1922. Er weckt mich nachts, erzählt mir, dass er soeben mit GB zusammen war und erzählt mir, was alles an ihr schöner sei als an mir. Mit Einzelheiten. Immerhin noch. Das war die reine Wahrheit. Oder am 5. März 1923. GB mitgebracht. Ich musste ihnen das Abendbrot und das Bett richten. Nun, liebe Ottilie, ich zweifle nicht daran, dass du da auf eine ganz schöne Summe gekommen bist. Bis heute? Ja, bis heute, meinetwegen, bis heute. Warum betonst du das immer? Jedenfalls weiß ich, dass ich kein Engel war. Ich habe dich nicht geliebt, ich habe dich behandelt wie... Erlassen wir uns den Vergleich. Aber er ist ohne Zweifel richtig. Also gut, ich bin ein schlechter, ein widerwärtiger Mensch, ein Sünder. Aber du? Bist du völlig rein? Völlig makellos? Keineswegs. Es handelt sich ja um ein Kontokorrent. Ich habe auch meine Schulden notiert. Ach, darf man davon etwas hören? Aber freilich. Zum Beispiel 1. Juni 1925. Ehebruch. Ah, davon wusste ich nichts. Wie würdest du es werten? Nach deinem System ungefähr mit 500 Punkten. Ich hatte 1000 gerechnet. Außerdem 1000 dafür, dass ich es dir verschwieg. Hätte ich es dir gesagt, wären es ebenfalls 1000 gewesen. Du siehst, ich war nicht nachsichtig mit mir selber. Du hast mich also betrogen. Es war das einzige Mal. Entschuldige dich nicht. Wir haben ja dein Konto korrent. Ganz recht. Wir brauchen nicht mehr von Tugend, schlechtem Gewissen oder Dummheit zu sprechen. Gut und Böse sind Zahlenwerte. Wie beruhigend. Ich handelte immer so, dass du in der Schuld bliebst. Ich habe meine Punkte aufgespart. Bis heute. Das also waren deine moralischen Grundsätze? Ja, ich hatte welche. Meine Glückwünsche dazu. Später werden übrigens die Schuldposten kleiner. Meist nur 10 bis 50 Punkte. Aber sie summieren sich. Willst du noch welche hören? Nein, vielen Dank. Ich will nicht in der Vergangenheit wühlen. Offen gesagt hatte ich auch von dir eine Spur, Abklärung und Nachsicht erwartet. Aber du führst ein Konto korrent. Bis heute. Pfui Teufel. Dass ich ein Konto korrent führe, habe ich mit 2000 Punkten bewertet. Ich habe es als das schlimmste in diesem Buch enthaltene Vergehen beurteilt. Ich sage dir, ich war nicht milde gegen mich. Nein, alles nach bestem Wissen und Gewissen. Dennoch, bis heute hast du genau 100.000 Punkte erreicht. Ich selbst habe 58.000 Punkte. Es bleibt ein Saldo von 42.000 Punkten zu meinen Gunsten. Ich dachte, wir könnten heute einmal das Konto ausgleichen. Mir ist ganz elend von dieser Geschichte. Wie willst du das ausgleichen? Ist dir nicht wohl? Nein, ich werde mich etwas hinlegen. Warte noch einige Minuten. Du fragst, wie ich das ausgleichen wolle. 42.000 Punkte sind nicht wenig. Ich möchte das Konto mit einem Schlage bereinigen. Und nehme an, du bist damit einverstanden. Mir ist es völlig egal. Ich lege mich hin. Ich habe das Gift in deinem Kaffee mit 42.000 Punkten bewertet. Das Gift? Du wolltest dich niederlegen. Ich würde dir raten, es bald zu tun. Gift? Ottilie, das ist ein schlechter Scherz. Ich freue mich, dir sagen zu können, dass unsere Konten ausgeglichen sind. Entschuldige, es war wirklich ein schlechter Scherz.
Denn diese Szene hat nie stattgefunden. Herr Rimböck und seine Frau Ottilie leben in bestem Einvernehmen. Ihr tägliches Frühstück ist ein Beispiel ehelicher Harmonie. Ihr Schweigen verbirgt kein Konto Korrent, ihr Gespräch kein Gift. Vergiss also die eben gehörte Szene und ersetze sie durch die folgende. Noch eine Semmel? Wenn ich dich bemühen darf. Honig oder Kirschkonfitüre? Wie du meinst, Liebe. Dann Konfitüre. Ich fürchte, der Honig schadet deinen Zähnen. Danke. Hast du schon Zucker im Tee? 2 Stück, bitte. Heute ist Zitronentag. Schon wieder? Wie die Zeit vergeht. Milch, Milch, Zitrone. Milch, Milch, Zitrone. Mein Rhythmus. Meiner auch. Alles gemeinsam. Alles. Und so weiter. Du kannst das nach Belieben fortsetzen. Und die Sätze sind auswechselbar und ohne Wichtigkeit. Wichtiger ist der Auftritt einer dritten Person. Eines jungen Mannes, der aus dem Hause auf die Terrasse kommt. Du weißt, dass ich mich selber meine. Ähnlich wie gestern Abend in den öffentlichen Anlagen ist auch hier die Verworrenheit der Situation recht ärgerlich. Denn während ich in Gestalt von Frau Kommerzienrat Ottilie Rimböck am Frühstückstisch sitze, bin ich es doch selber, der dort kommt. Maximilian Rimböck, ihr Sohn. Ich in einem früheren Stadium, vor der großen Häutung. Du wirst es verstehen, dass einem in solchen Lagen die Sanftmut und die Weisheit des Alters verloren gehen kann. Guten Morgen, Mama. Guten Morgen, Papa. Morgen, Max. Guten Morgen, Max. Haben wir ihn jetzt hinter uns, den guten Morgen, der gar nicht gut ist. Hier wird gewünscht, nicht festgestellt. Es ist erbitternd, wie doch Plattheiten immer den Nagel auf den Kopf treffen. Gehen wir zu den guten Semmeln über. Die auch nicht gut sind. Da hilft kein Wunsch mehr. Was ist eigentlich gut? Die Premiere gestern Abend. Warst du? In der Zeitung ist das Stück miserabel besprochen. Es wäre ohne Handlung völlig unverständlich. Ich finde Handlung langweilig. Ich kann sie mir selber ausdenken. Und was die Unverständlichkeit betrifft? Es war in der Tat kein Kochrezept. Ich hatte auch keins erwartet. Hoppla! Was hast du, Ottilie? Ich bin ausgerutscht. Auf deinen Stuhl? Über eurem Gespräch. Das ist alles zu glatt. Es geht um Literatur. Ich habe es bemerkt. Mir scheint aber, dass Max einen hübschen Busen damit verwechselt. Oh, das klingt verheißungsvoll. Eine Metapher? Und, wofür? Eine neue literarische Theorie. Auch Mama möchte eine eigene haben. Mein lieber Sohn, tu nicht, als missverständest du mich. Ich weiß wirklich nichts. Nun, ich will dir gestehen, ich war der Tiger, der im Gesträuch lag. Meine Augen sahen aus wie 2 Leuchtkäfer. Surrealismus, nicht wahr? Ach, es handelt sich um ein psychologisches Stück. Für mich ist es ein Trauerspiel. Für mich ein Lustspiel, Mama. Ich dachte mir, dass du es nicht ernst nimmst. Offenbar ein mittlerer Strindberg. Knutzen heißt sie. Anita. Anita? Klingt etwas gewöhnlich. Mit Recht. So? Hübsch. Sehr. Ernsthaft, das bringt sie mit. Von welcher Firma ist sie? Von welcher Firma? Die Frage ist ihm unangenehm. Nein, zu seriös. Bleiben wir dabei, dass es ein Theaterabend war. Bleiben wir dabei.
zumal es eine ganze Menge gemeinsamer Vokabeln gibt. Ihr werdet ordinär. Zeit, dass ich gehe. Auf Wiedersehen, Ottilie. Jetzt unter uns, Max. Pack! Yusufs Zorn ist ja wohl verständlich, wenn man bedenkt, dass er zu einem Teil William war. Es gab also jemanden, der Anita, seine große Liebe, so wenig ernst nahm. Yusuf, um nicht zu sagen ich, in Ottiliens Gestalt, ergrimmte und beschloss, die Dinge für dich zu einem guten Ende zu führen. Vorerst freilich musste ich mich um den Tiger kümmern. Hoffentlich hatte er inzwischen im Kohlenkeller keine Dummheiten gemacht. In einer Apotheke besorgte ich Schlaftabletten und in der nächsten Metzgerei 20 Pfund Rindfleisch ohne Knochen. Mit einer Schüssel Wasser begab ich mich in den Kohlenkeller. Entschuldigen Sie, es hat etwas lange gedauert. Ich entschuldige nichts. Es gab anstrengende Gespräche. Mit meiner Stimme geführt, die Sie mir gestohlen haben. Jetzt bringe ich Ihnen etwas zur Stärkung. Ich fühle mich stark genug. Hüten Sie sich. Frisches Wasser direkt aus der Leitung. Es ist unerhört. Und ein großes Stück Fleisch. Rind. Ohne Knochen. Nachdem Sie mein Frühstück verzehrt haben, wollen Sie mir Wasser und rohes Fleisch anbieten? Versuchen Sie es wenigstens. Tee und Konfitüre ist augenblicklich nichts für Sie. Sie haben mich in ein Tier verwandelt. Es ist gegen die Naturgesetze. Und auch zivil- und strafrechtlich nicht zulässig. Ich mache Sie haftbar. Wer sind Sie überhaupt? Zurzeit Frau Kommerzienrat Rimböck. Ich sage Ihnen, mäßigen Sie Ihren Hohn. Es war ganz harmlos gemeint. Die pure Wirklichkeit. Sie ist oft erbittert. Sie haben mich gestohlen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Es war dringend notwendig. Ich kann es Ihnen im Einzelnen nicht erklären. Sie müssen auch noch etwas bleiben. Hier im Keller? Als Tiger? Ich dachte. Ich falle Sie an. Keine Dummheiten. Ich kenne die Paragraphen nicht. Aber ich habe einen guten Rechtsanwalt. Ich glaube, es ist Freiheitsberaubung. Ich glaube auch. Aber verhalten Sie sich trotzdem ruhig. Man sucht Sie schon. Mich? Sie, den Tiger Yusuf. An jeder Ecke wartet ein Panzerwagen. Um Gottes Willen. Bleiben Sie also brav. Ich hole Sie gelegentlich wieder ab. Essen Sie, trinken Sie, das beruhigt. Als ich nach einer Stunde wieder nachschaute, hatten die im Wasser aufgelösten Schlaftabletten gewirkt. Der Tiger schlummerte friedlich auf den Briketts ausgestreckt. Sein Gesicht drückte in Schmerzen erworbene Weisheit aus. Übrigens hatte er ein großes Stück Rindfleisch verzehrt. Ich stellte ihm frisches Wasser hin und schob ihm eine Rolle Packpapier als Stütze in den Nacken. Danach verließ ich das Haus. Aber nicht mehr als Ottilie. Nein, meine lange, noch immer andauernde Zeit als Maximilian begann. Es gehörte zu meinen, zu Williams Plänen, dass ich Maximilians Gestalt annahm. Mein erstes Gespräch nach dieser Verwandlung war das mit dir, Anita. Du bist anders als sonst, Maximilian. Wenn ich wüsste, wie ich sonst bin. Wie mein Schimmel vor der Vorstellung, eine edle Nervosität. Und jetzt? Als wärst du Zahnschmerzen losgeworden. Das stimmt. Losgeworden, indem man dir alle Zähne gezogen hat. Ach so. Sanft. Schüchtern. Kurzum langweilig. So weit will ich nicht gehen. Aber beinahe so weit. Nein. Ich kenne dein Jahreseinkommen. Solche Zahlen erreicht man nicht mit Sanftmut. Ach. Was hast du? Einiges und einiges nicht. Jedenfalls noch meine Zähne. Es war bildlich. Ich bin nicht beleidigt. Ich kenne meine Werte. Ich kenne sie auch. Sie liegen eben anderswo. Kein Grund, unglücklich auszusehen, allein schon die Chemiefaseranteile. Die meine ich nicht. Außerdem sehe ich nicht unglücklich aus. Es ist der Ernst der Stunde, der mich überwältigt. Um Gottes Willen. Etwas Schlimmes? Ich liebe dich, Anita. Und? Ich habe die Blumen vergessen. Welche Blumen? Rosen. Das Richtige für solche Fälle, wie man allgemein sagt, rote. Ach. Auch weiße Lilien wären möglich. Aber
Ich dachte, in unserem Fall... Es ist besser, Rosen zu vergessen. Nicht wahr? Bis hierher hast du alles sehr gut gemacht. Sprich weiter, Maximilian, mein letzter Ritter. Ich dachte, die Trauung ohne Aufsehen, zwei Zeugen von der Straße, ein Essen im Restaurant, wir beide allein. Diese Sparsamkeit leuchtet mir nicht ganz ein. Wir beide allein, auch ohne die Eltern. Du lernst sie noch früh genug kennen. Alles, um das Aufsehen zu vermeiden. Und die Hochzeitsreise? Sollen wir die auch auslassen? Die machen wir. Und wir haben sie gemacht, wenn mich nicht alles täuscht. Der Felsklotz und die Donau, wie du sagst. Deine Erinnerungen sind mangelhaft. Ich gebe es zu. Und verdächtig. Gewiss, die Flüsse gehen mir durcheinander. Ist es ein Charakterfehler? Die Geografie will ich dir gern verzeihen. Aber? Maximilian, warum habe ich deine Eltern noch nicht kennengelernt? Es ergab sich. Du drängtest so auf die Reise. Oder drängtest du? Ich kann mich nicht erinnern. Da ist es schon wieder das schlechte Gedächtnis. Er wird ganz wehmütig, wenn ich an meinen Schwiegervater und an meine Schwiegermutter denke. Traurig sitzen sie im leeren Haus und möchten doch gern ihre Schwiegertochter in die Arme schließen. Sie können es nachholen. Man heiratet ja eine Familie mit. Ganz recht. Entwickelt einen gewissen Familiensinn. Hm. Zumal meine Eltern nicht mehr leben. Ich wusste nicht, dass du so viel Gefühl hast. Ich wusste es auch nicht, Maximilian. Ich leide unter Erinnerungen. Du leidest? Seit heute. Es drängt sich so vieles ins Bewusstsein. Aus der Kindheit? Das weniger. Alles aus der letzten Zeit. Ich muss geschlafen haben. 10 Stunden ungefähr. Wollen wir frühstücken? Semmeln. Das ist es. Ich klingle gleich. 2-mal dem Kellner. Warte. Erst muss ich die Semmeln einordnen. Einordnen? Die Semmeln, die mir ins Bewusstsein steigen. Daraus mache ich mir nicht viel. Unverdaulich fürchte es auch. Semmeln, Maximilian. Und ein Backstubengeruch. Woher? Man nennt es Unterbewusstsein. Wie man es auch nennt. Jedenfalls sehe und höre ich durch ein Schlüsselloch. Willst du wissen, was? Nein, will ich nicht. Du hast mir so viel erzählt. Ich weiß auch einiges. Kleine Änderungen deiner Geschichte, Maximilian. Hör gut zu. Ich habe eine ganze Menge Angebote. Jedenfalls schön, dass du endlich wieder da bist, mein Junge. Und mit so gutem Appetit. Pfannkuchen hat er immer gern gegessen. Ein Fensterreinigungsinstitut zum Beispiel sucht einen Werbetext. Donnerwetter. Ein Dompteur ist von einem Tiger zerrissen worden. Was hast du damit zu tun? Man bemüht sich um mich. Wenn ich wählen könnte, möchte ich lieber Tiger als Dompteur werden. Das ist beides nichts. Aber bei dem Werbetext, da will ich zugreifen. Ich lasse mir Zeit. Nicht zu lange, lieber Max. Außerdem möchte man mich als Reiseleiter für Omnibusfahrten in die Steiermark. Eine schöne Position. Steiermark ist doch da unten irgendwo. Ganz recht, Mama. Nimm noch einen Pfannkuchen. Und schließlich Dramaturg beim Fernsehen. Wenn ich mir das alles anhöre. Junge, Junge, willst du nicht doch wieder in die Backstube zurück? Nein, Papa. Um die Zeit schlafe ich. Jetzt bleibst du erst mal da. Kannst es dir ja überlegen. Ich hätte noch ein paar Besorgungen. Später, später. Nein, gleich. Ich nehme mir mal das Auto. Kann ich doch, Papa? Ach, nun gib's ihm schon. Meinetwegen. Und dann, lieber Papa, könntest du mir mit einem Vorschuss aushelfen? Vorschuss? Worauf? Auf mein erstes Gehalt, in meiner neuen Position. Max hat ja so viele Möglichkeiten. Jedenfalls nehme ich die mit dem höchsten Gehalt. Nun gib ihm schon 20 Mark, Richard. 1000, Mama, brauchte ich dringend. Ich will dir was sagen, Max. Ich gebe dir 100 Mark. Vorschuss auf den Backlohn, wenn du bei mir wieder als Geselle anfängst. Einverstanden? Wenn es sein muss. Alter Knauser. 120, mein Junge. Und die 20 werden nicht angerechnet. Nun, was sagst du? Ganz gut, Anita. Woher weißt du das alles? Wirf mir den Rock herüber. Warum plötzlich so eilig? Wir fahren. Aber nicht weit.
Ich habe gestern Mittag schon auf Reservetank umgestellt. Die 120 Mark? Keine Summe für Vorwürfe. Bis zum Bahnhof wird das Benzin noch reichen. Ich nehme den nächsten D-Zug. Wann geht er? Überhaupt nicht. Eine Station der Lokalbahn. Ich sollte dir böse sein. Und du bist es nicht? Du wirst sehen, Anita. Es ist nicht so schlimm, Brezeln zu verkaufen. Der Ladentisch ist wie eine Rampe. Das Publikum kommt und geht und du bist allein auf der Bühne. Ohne Konkurrenz. Ich werde keine Brezeln verkaufen. Über die Art des Gebäcks kann man sich einigen. Ach, der Reißverschluss hängt. Steh nicht herum. Es ist William, der herumsteht. William, der den Reißverschluss repariert. Und William, der mich geheiratet hat. Max wäre nicht auf die Idee gekommen. Ehrlich gesagt, er hätte sie nicht ausgeführt. Diese Situation. In einem Ort ohne Bahnanschluss und ohne Geld für die Hotelrechnung. Keine Aktien, kein Bankkonto, keine Villa zum Ausruhen. Alle Mühe umsonst und ich muss wieder von vorne anfangen. Man könnte rasend werden und ich weiß nicht, warum ich es nicht bin. Das Klima hier. Eine weichere Luft an der Donau. Meine Situation ist auch nicht rosig. Wahrscheinlich eine kleine Urkundenfälschung. Sieh zu, wie du sie loswirst. Man betrachtet alles mit Gelassenheit. Aber es ist nicht das Klima. Was auch immer. Deine Milde gibt mir Mut. Hoffentlich nicht zu viel. Du sprachst vorhin von einem D-Zug. Ich schließe daraus... Es reicht gerade für mich. Könntest du nicht 20 Mark abzweigen für deinen Ehemann? William? Max? Und wie ist der Familienname? Alles ungültig. Wenigstens formal gültig. Nicht einmal das. Wer bist du überhaupt? Das fragte ich mich zu Anfang. Und wer bin ich? Bei dir ist es wenigstens klar. So. Maximilian. Wo ist eigentlich Yusuf? Ich habe ihn lange nicht gesehen. Er musste sich selber durchschlagen. Ich sagte ihm die jeweiligen Adressen und gab ihm eine Landkarte mit. Zwischen Frankfurt und Regensburg. Was? Ich glaube, es war ein Forstgehilfe im Spessart, der ihn erschossen hat. Oder ein Jagdpächter im Steigerwald. In einer Tierkörperverwertungsanstalt ergab er noch 49,50 Mark. Dieses leidige Geld. Yusuf ist tot? Es bleibt der Trost, dass es vielleicht nicht Yusuf war. Und die anderen täte es mir weniger leid. Mich selber eingeschlossen. Maximilian, wir fahren. Wir? Vielleicht kommen wir aus dem Hotel heraus, ohne zu zahlen. Für das Benzin würde es reichen. Ich bin ganz verstört. Weil ich doch nicht den D-Zug nehme? Deine Augen. Anita, waren sie nicht früher blau? Ich habe sie nie so genau angesehen. Ich auch nicht. Die sanften, sandgelben Augen des Tigers. Komm, nimm den Koffer. Der Tiger Yusuf, ein Hörspiel von Günter Eich. Die Rollen und ihre Darsteller waren Yusuf Wolfgang Reichmann, William Lambert Hamel, Anita Cornelia Frobös, Richard Horst Bollmann, Paula Eva Ingeborg Scholz, Rimbeck Thomas Holzmann, Ottilie Edda Seipel, Maximilian Hans-Michael Rehberg und Cortes Jörg Hube. Ton Karl-Heinz Stoll, Komposition Friedrich Scholz, Regie Otto Düben. Produktion Süddeutscher Rundfunk 1985. Hattest du Zahnschmerzen? Was soll ich davon halten? Soll ich tun, was ich will? Nein. Ich fürchte mich auch davor. Wenn ich überhaupt etwas will, muss es mit meinen Erinnerungen zusammenhängen. Die Wahrheiten oben rechts und unten rechts. Jedenfalls gelb gestreift. Und meine Mutter. Hilf mir,
William, dass ich nicht tun muss, was ich will. Ich habe dir bereits bewiesen, Yusuf, dass es auf der Welt nichts als Reifen gibt. Von Anita abgesehen, die nicht da ist. Und höchstens mich beweist. Schweigen wir davon. Jedenfalls kann ich mehr, als du denkst. Purzelbaum schlagen, die Musik dirigieren, Walzer tanzen. Hör auf. An der schönen blauen Donau. Überzeug mich nicht. Bleiben wir bei der Sache. Ich bitte dich. Alles, was du willst, aber du musst es mir sagen. Auch eine höfliche Rebellion kann ich nicht zulassen. Ich dachte, wir wären Freunde. Freunde? Meinetwegen. Aber einer muss es mir sagen. Wenn nicht du, dann vielleicht meine Mutter? Immer die alten Geschichten, die längst widerlegt sind. Du zwingst mich also. William, wo ist meine Mutter geboren? Im Dschungel, Yusuf. Immer noch unter Freunden gesagt. Dschungel. Das ist also das Wort. Das Gelbe in deinem Fell ist die Sonne. Die schwarzen Streifen, der Schatten des Rohrs. So gesprächig, William. Und meine Zähne? Es lohnt sich nicht, darüber zu reden. Und meine Zähne, William? William brauchte nicht mehr zu antworten. Als ich sein Blut schmeckte, wusste ich alles, was ein Tiger zu wissen hat. Freilich war meine Tigerschaft im gleichen Augenblick gewonnen und verloren. Ich war nicht mehr Yusuf allein. Ich war zugleich William geworden. Dass ich mich leblos vor mir selber liegen sah, empfand ich dabei als ungehörig. Jedenfalls empfahl es sich, diese Situation schleunigst zu verlassen. Es war mir, genauer gesagt William und mir, auch peinlich, so viel Aufregung hervorgerufen zu haben. Ein toter Dompteur im Käfig, schreiende Zuschauer, weinende Kinder, der alberne Cortes, der eine Pechfackel zwischen die Gitterstäbe schob und mich als Bestie beschimpfte. Nein, all dem waren meine Nerven nicht gewachsen, und ich öffnete eilig die Tür des Käfigs und empfahl mich. Als man mich fliehen sah, verstärkte sich das Geschrei im Zirkus. Mit wenigen Sätzen erreichte ich das Freie, die Nacht, einige Dunkelheit zwischen den Laternen. Williams Ortskenntnis zusammen mit Yusufs Zahnschmerzen ergaben eine entschlossene und fehlerlose Rückzugsroute. Auch kam mir die Intelligenz der Nacht zu Hilfe, die einen öffentlichen Park hergerichtet hatte, ohne Laternen, mit dichten, finsteren Gebüschen, eigens, um ein helles Fell zu verbergen. Dankbar kauerte ich mich nieder, in der Absicht, über die Ereignisse des Tages zu meditieren. Da störten mich Stimmen auf. Eine davon gehörte dir, Anita, die andere Maximilian. Die Wörter ich und mein will ich vermeiden. Yusuf und Maximilian waren damals noch gut auseinanderzuhalten. Da, endlich ein Stern. Es ist alles da. Ein Stern, das flüsternde Laub um uns. Hörst du die Nachtigall? Es sind Frösche. Das kommt auf dasselbe heraus. Dazu der betäubende Blumenduft. Lindenblüte, Kamille, Pfefferminz. Zwei Herzen im gleichen Takt. Ich brauche gar nicht zu sagen, in welchem. Es wird alles unvergesslich bleiben. Wir passen zusammen. Du hast auch so viel Sinn für Stimmung. Ja, den habe ich. Kurzum, wollen wir gehen? Wie? In meine hübsche kleine Wohnung. Zwei Zimmer, Bad und Kochnische. Ich hatte dich auf 6 bis 8 Zimmer geschätzt. 32, ohne zu prahlen. Aber es kommt mehr auf die Freiheit an. Eltern sind neugierig. Geschwister noch mehr? Ich habe keine. Keine Geschwister? Wir waren zu Hause 17. Wie ist es ohne? Das Erbe teilt sich nicht durch 17. Das ist der Unterschied. Ja. Am Ende brauchst du gar nicht zu arbeiten. Ich bin Juniorchef in der Firma. Was hast du? Es ist alles so schön.
Der Abend, die Gespräche mit dir. Man lernt sich immer besser kennen. Ich kenne noch zu wenig von dir. Und dann die Frösche in der Ferne? Die besonders. Vielleicht sind es auch Nachtigallen. Kaum zu unterscheiden. Jedenfalls ist alles sehr stimmungsvoll. Mein Jahreseinkommen. Er spricht nur weiter. Ich höre deine Stimme so gern. Mir war es, als ob... Was? Ein Rascheln im Gebüsch. Und in diesem Augenblick? Nein, Maximilian, jetzt keine Unterbrechung mehr. Und wenn es der Fiskus selber ist, der lauert. Tote Posten aus der Bilanz. Gespenst. An Frau Mattisons Geburtstag. Höre auch das. Richard? Was? Der Mann auf dem 5-Meter-Brett. Sie. Mhm. Jetzt springt er. Und? Es sah gut aus. Ja. Richard? Ja. Ich darf mir etwas wünschen, weil ich Geburtstag habe. Gewiss, meine Liebe. Spring vom 5-Meter-Brett. Ich? Ja, gewiss. Ja? Du solltest dir etwas Besseres wünschen. Was hast du davon? Ein Strauß Rosen oder wir könnten an den 4-Waldstätter See fahren. Nur das eine, dass du vom 5-Meter-Brett springst. Natürlich könnte ich es. Aber es ist zu dumm. Ich habe einfach keine Lust. Mein Geburtstagswunsch. Nein. Schade. Sehr schade. Soll ich dir sagen, warum du es nicht tust? Darum ging es, nicht wahr? Damit du es mir sagen konntest. Das war dein Geburtstag. Weil du feige bist. Feige, feige. Ja, auch diese beiden Stimmen könnten die meinen sein. Es ist nicht mit Sicherheit zu sagen. Und noch andere Stimmen kann ich dir vorführen. Hörer, die ich für meine halte. Das dritte Paar. Der Fabrikant Rimböck, Kommerzienrat, langweilt sich am Abend in Gesellschaft seiner Frau Ottilie. Wann hast du die Zeitung ausgelesen? Ich lese sie nicht, Ottilie. Dann leg sie weg. Du missverstehst mich. Ich muss durchaus hineinschauen. Um mich zu kränken. Um nicht zu lesen, Ottilie. Was wäre das Nicht-Lesen, wenn ich nicht hineinschaute? Weine nicht. Ich könnte auch behaupten, ich lese. Kommt auf den Standpunkt an. Du meinst doch die kleinen schwarzen Kringel, die man Buchstaben nennt. Wie? Sei versichert, dass du sie meinst. Aber die schaue ich nicht an. Ich lese das Weiße drumherum. Das Weiße? Es ist schwierig, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, etwas Mitteilenswertes zu finden. Heute Abend noch? Geduld, Ottilie. Wir leben ja länger als einen Abend. Das genügt eigentlich. Es ist nicht nötig, dass wir die Damen und Herren näher kennenlernen. Ich wollte nichts als dir sagen, dass ich etwas ratlos bin, wenn ich mich vorstellen soll. Habe ich dich auch etwas ratlos gemacht? Nun, unter uns, nimm das alles nicht zu ernst und denke nicht zu viel darüber nach. Vermute nichts anderes als ein Spiel. Und belasse es dabei. Ich sage dir ausdrücklich, dass es mir Freude macht, dich zu verwirren, zu Nase führen und zu belügen. Am besten fährst du, wenn du bei allem vermutest, es sei gelogen. Das ist ein Rat für dich. Aber für mich selber kann ich wenig damit anfangen. Immer wieder die Frage, wer bin ich? Eines Morgens erwache ich in einem fremden Zimmer, in einem fremden Bett, neben einer fremden Frau. Es ist ein Schrank da, aus geflammtem Nussbaum, ein Waschbecken mit blinkenden Nähten.
Klingel und die Anweisungen der Verwaltung. Preis des Zimmers als Doppelzimmer 16 Mark. Kurtaxe, Bedienung. Bei Nichteinnahme des Frühstücks erhöht sich der Preis um 10%. Das ist gut. Man liegt weich auf dieser Matratze. Aber wer bin ich? Vielleicht sollte man klingeln. Einmal dem Zimmermädchen, zweimal dem Kellner und fragen, wer man ist. Oder wer die Frau ist. Sie schläft, hat den Mund leicht geöffnet, lächelt im Schlaf. Sie hat dunkles Haar, zarte Haut. Soll ich sie wecken und fragen? Ich habe keine Erinnerungen. Wie nie vorher gewesen, bin eben und neu geboren. Wie klingt meine Stimme? Hallo. 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 Eine ganz fremde Stimme. Hallo. Ich kenne sie nicht. Hallo. Leider weiß ich auch nicht, wie meine Stimme in Wirklichkeit klingen müsste. Vielleicht ist diese hier die rechte. Das sind schwierige Fragen für einen Neugeborenen. Und ich stehe auf, die Welt zu ergründen. Eine Tür ist da, die auf den Balkon führt. Ich trete hinaus. Ein dampfender Sonnentag. Bäume, einen Abhang hinunter bis zu einem breiten Fluss. Ein Felsklotz drüben. Vielleicht die Lorelei? Der Name kommt mir bekannt vor. Ganz nah an dem Leben, das mir auf der Zunge schwebt und das ich nicht aussprechen kann. Ja? Bitte? Eine unangenehme Situation. Wer ist die Frau? Und mein Schlafanzug erschwert eine geordnete Unterhaltung. Warst du auf dem Balkon? Eine Frage, die noch zu nichts verpflichtet. Ja. Ich war auf dem Balkon. Aber was nun? Wie ist das Wetter? Es wird ein schöner Tag. Fallender Nebel. Man sollte den Rhein erwähnen, um wenigstens die Geografie zu klären. Eine hübsche Aussicht. Direkt auf den Rhein. Das war gut. Du meinst auf die Donau. Das überrascht mich. Auf die Donau. Du bist abwesend. Noch am Rhein und der ist weit. Moment, ich bin gleich da. Warum lacht die Person? Sag mir guten Morgen. Sie fasst es als Annäherung auf. Peinlich. Guten Morgen. Was hast du, Maximilian? Wieder dieser Name. Was ich habe? Einen Ehering an der Hand. Sie trägt auch einen. Sollte etwa... Es wäre entsetzlich. Du siehst mich an, als wenn ich dir fremd wäre. Was soll ich sie anders ansehen? Die Geografie ist unergiebig. Eine Entscheidung erzwingen. Ottilie? Paula? Anita? Guten Morgen. Anita. Sagtest du schon. Anita scheint richtig zu sein. Du reitest auf einem Apfelschimmel und wirfst mir Kusshände zu. Das ist Gott sei Dank vorbei. Meine Ahnungen. Vorbei? Traurig deswegen. Was die Kusshände betrifft... Gelogen. Reine Höflichkeit. Wie bin ich nur an diese Person geraten? Offenbar verheiratet, offenbar eine Hochzeitsreise. Der Trompeter von Säckingen. Ich weiß nicht, was soll es bedeuten und das alles an der Donau.
Ich kann nur hoffen, dass ich jemand bin, den die Geografie so wenig beunruhigt wie das Personenstandsregister. Was die Kurshände betrifft. Nicht mehr nötig. Keine Entfernungen mehr. Du bist an der Quelle. Brigach und Brege. Und ich hatte die Hoffnung auf Graubünden. Diese schamlosen Quellen, in Stein gefasst und mit neckischen Inschriften. Anita, die Quelle. Daneben Butterbrotpapier und Limonadenflaschen. Offenbar bin ich jemand, dem es auf nichts ankommt. Vorwärts, Maximilian, vorwärts. Ich bin an der Quelle. Küsse so viel du willst. Trockene, feuchte und überall hin. Das geht zu weit. Der Trauschein ist kein Pass für Schamlosigkeiten. Man muss energisch sein. Ich will dir ein Geständnis machen, Anita. Ich bin nicht Maximilian. Ich weiß nicht einmal, wer das ist. Ich bin Yusuf, der Tiger. Das war übereilt. Man braucht Umwege bis dahin. Ich bin William, der Dompteur. Dompteur. William. Ist tot. Eigentlich kein Grund zu lachen. Tot oder nicht, ich bin's. Daran ist etwas Wahres. Mir steigen Erinnerungen auf. Der Käfig. Yusuf blinzelt mit seinen gelben Augen zu William hin, der mit Cortes vor den Stäben steht. Wie weit weg das ist, Gott sei Dank. Ganz nahe, Anita. Ich will nichts davon hören. Genau musst du es hören, Anita. Im Vertrauen, Cortes, ich habe die Absicht, Anita zu heiraten. Ich weiß nicht, William, warum mein Ohr für Geständnisse so besonders geeignet ist. Ich bin Clown und von mürrischer Gemütsart. Außerdem magenleidend. 5 Kinder hängen mir am Fuß. Und was muss ich hören? Der Messerwerfer hat Schwierigkeiten mit der Religion. Der Jongleur fühlt sich in seinem Hotelzimmer nicht wohl. Und die Frau Direktor nicht in der Welt. Der Pferdeknecht plant einen Bankeinbruch. Du brauchst Anita und Anita braucht einen Pelzmantel. Sie hat ihn schon. Gott sei Dank. Ein Kummer weniger. Und ich habe keinen Kummer. Sagtest du nicht, du wolltest sie heiraten? Ich will... Nein, lieber William, sprich nicht weiter. Sowohl mein Blutdruck wie meine Herzkranzgefäße sind beklagenswert. Nicht einmal meine Haut hat weg zu viel Gefühle. Du solltest dich mehr um Yusuf kümmern. Er gefällt mir nicht. Yusuf? Die Zeit ist es 22 Uhr. Figaro am Abend. Und damit willkommen zum Hörspiel am Dienstagabend, das heute dem Schriftsteller Günter Eich anlässlich seines 100. Geburtstages am 1. Februar gewidmet ist. Das Leben und Schaffen des wohl bedeutendsten deutschsprachigen Hörspielautors steht dieser Tage im Zentrum ganz unterschiedlicher Sendungen. Hier bei uns im Programm ebenso wie auch landesweit. An das berühmteste und spektakulärste Hörspiel von Günter Eich mit dem Titel Träume aus dem Jahr 1951 werden wir am Donnerstag in einer Hörspiel-Sondersendung erinnern. In einem Günter-Eich-Abend, der ARD-weit ausgestrahlt wird, hören Sie neben einer Neuinszenierung dieses Hörspiels Lesungen seiner Gedichte und Prosa sowie Auszüge aus Korrespondenzen und Preisreden. 1959 erhielt Günter Eich den Büchner-Preis, einen der höchstdotierten Literaturpreise der Bundesrepublik. Einen Auszug aus der Rede des Autors können Sie bereits im Anschluss an das nun folgende Hörspiel Der Tiger Yusuf hören. Hierin geht es um ein ebenso menschliches wie bestialisches Phänomen, um die Konstellation von Macht und Ohnmacht, von Unterdrückung und Ausgeliefertsein. Oder, um im Sprachgebrauch des Dompteurs zu bleiben, von Fressen und Gefressenwerden. Günter Eich macht in seinem fantastischen Verwandlungsspiel einen ausgebrochenen Zirkustiger zum Symbol für die verborgene, dunkle Seite aller Figuren in diesem ganz alltäglichen Ausbeutungszirkus. Vorstellen, Hörer. Aber wer bin ich?
könnte nicht einmal sagen, dass die Stimme, die du vernimmst, mit Sicherheit die meine sei. Einiges spricht dafür, dass ich ein Tiger bin. Genauer gesagt, der Zirkustiger Yusuf. Aber nicht nur dir, auch mir kommt es merkwürdig vor, dass ein Tiger in menschlicher Sprache soll reden können. Nein, es ist ohne Zweifel so, dass auch viele andere Stimmen, die du hören wirst, die meinen sind. Und daraus schließe ich, dass es nicht mit Sicherheit feststeht, wer ich bin. Beispielsweise könnte ein Gespräch zwischen der Kunstreiterin Anita und dem Dompteur William durchaus von mir geführt sein. Vielleicht mangelt es dem Ohr nur an Feinheit, dergleichen wahrzunehmen. Hör zu. Ein kleines, aber ausgesuchtes Programm, Anita. Zwei Seelöwen zum Anfang. Was hältst du von Seelöwen? Ich kann sie nicht ausstehen. Ach, das wusste ich nicht. Nein, das wusstest du nicht. Seelöwen sind allgemein beliebt. Und an Elefanten ist ja nicht zu denken. Du weißt, was ein Elefant heutzutage kostet. Man muss klein anfangen. Da wären Flöhe gut. Flöhe? Sind klein und kosten nichts. Unter meinem Niveau, wer mit Großkatzen arbeitet, geht nicht zu Flöhen über. Das musst du einsehen. Muss ich? Du bist so feinfühlig, wenn's dich betrifft. Nicht nur mich. Meine Nummer mit Yusuf soll nicht das Wichtigste sein. Yusuf willst du auch mitnehmen? In unsere Zukunft. Eine Zukunft mit abgewetzten Krallen und ohne Eckzähne. Du kränkst mich. So alt ist Yusuf nicht. Jedenfalls stinkt er. Du müsst ihn wenigstens mit Lavendelseife waschen und mit Kölnisch Wasser nachreiben. Mit was? Lavendelseife, Kölnisch Wasser. Ach, William. Bill, hast du früher gesagt. Und William sage ich heute, weil du so feinfühlig bist. Ich könnte auch Willi sagen. Willi Schulze aus Bretleben am Kyffhäuser. Es ist so deprimierend, Schulze mit TZ und Kyffhäuser mit Y. Ja, das stimmt. Was stimmt? TZ und Y. Aber sonst stimmt gar nichts. Du musst verstehen, Bill. Ich verstehe. Was sollte denn die Hauptsache sein? Nicht deine Nummer mit Yusuf? Du. Und die Pferde. Der Spitzentanz im Trab. Deine Füße. Die Kusshände ins Publikum. Und hinter mir die Rossäpfel als Zugabe. Die haben immer den meisten Applaus. Ach nein. Nein. 17.000 Mark Ersparnisse. Und nein? 17.000? Wenn ich alles flüssig mache? Mach es flüssig. Und dann? Bill, könntest du mir 2.000 Mark borgen? Aber natürlich, Anita. Ja, ich könnte ebenso William wie Anita gewesen sein. Vielleicht auch beide gleichzeitig. Ebenso geht es mir mit einem anderen Paar, dem Bäckermeister Mattison und seiner Frau, damals, als sie am Bodensee in der Sommerfrische waren. Ganz in Ordnung. Er grübelt mir in letzter Zeit zu viel. Der und grübeln. Wenn er sein Fleisch hat, ist er zufrieden. Natürlich ohne Knochen. Sein Gebiss lässt nach. Vielleicht hat er Zahnschmerzen. Jedenfalls vermute ich, er kann noch ganz gut beißen. Hörst du das, Yusuf? Dein Auftritt, Cortes. Um das noch zu sagen, du kannst deine Nummer mit Yusuf ausfallen lassen, wenn du seelisch zu erregt bist. Seelisch erregt? Ein Pelzmantel, immerhin. Polarfuchs. Und eine Gelegenheit. 1700 Mark. Ja, im Frühjahr sind sie billiger. Am besten, du meldest dich krank. Krank? Ich sprühe Funken. Ich lebe zum ersten Mal. Das meine ich. Ich aber lag blinzelnd hinter den Gitterstäben und wartete. Denn ich war Yusuf, der Tiger.
Entfernt hörte ich die krähende Stimme des Clowns Cortes und das Lachen der Menschen. Dann wurde es still. Das Gitter wurde hochgezogen und ich lief durch den Laufgang in die Manege. Ich brüllte, wie es sich für diesen Augenblick gehört. William betrat den Käfig. Ich sprang, wie es sich ebenfalls gehört, auf meinen Schemel. Du kennst das Programm. Wilde Gebärden, Zähne und Krallen zeigen, Angst vor Peitsche und Stock. Alle Künste mit Widerwillen getan, aber dem Menschen gehorsam. Wichtiger als der Sprung durch den brennenden Reifen ist die Gefahr. Du weißt das alles, es ist das Sichtbare, das jeder sehen, der Schauer auf der Haut, den jeder fühlen kann. Aber wahrscheinlich weißt du nicht, dass jede Vorführung ein Dialog ist. In einer Sprache geführt, die es nicht gibt. Ein stummer Dialog, der auch dem Beteiligten kaum bewusst ist. Man kann ihn allenfalls übersetzen. Es ist schwierig, weil das Original fehlt und beweist zudem die Unvollkommenheit aller Übersetzungen. Höre immerhin die Übersetzung des Gesprächs, das William an jenem Abend mit mir führte, als du fort warst, Anita, als Cortes in einem Winkel die Fackeln bereithielt, um 9:30, vor dreiviertel vollem Haus, unterbrochen von Peitschenknall und ermunterndem Zuruf, begleitet von einer gleichsam ängstlichen Musik. Aber sie dringt nicht in unser Gespräch. Wir führen es anderswo. Guten Abend, Yusuf. Guten Abend, William. Wie fühlst du dich? Danke, es geht. Ich habe heute an meine Mutter gedacht. Eine Erinnerung, die in der rechten Kinnlade hinten begann. Rechts hinten? Eine Vermutung von Cortes, allerdings ohne Ortsangabe. Er sagt, du grübelst zu viel. Zum Beispiel, dass ich einsam bin. Auch rechts hinten? Rechts oben, etwas weiter vorn. Wir müssen anfangen, Yusuf. Bitte? Du bist nicht in Form, William. Schwing die Peitsche ruhiger. Entschuldige, ich werde mir Mühe geben. Und schau nicht zu viel ins Publikum. Ich suche Anita. Sie scheint nicht da zu sein. Aber immerhin Menschen genug. Dagegen habe ich nicht ein einziges Mal einen Tiger im Publikum gesehen. Warum nicht? Man wüsste, wozu man da ist. Ein Beweis, wie schlecht es ist, nachzudenken. Man kommt zwangsläufig auf unangenehme Fragen. Und dann, William, fiel mir ein, ich weiß nicht, ob von rechts oben oder rechts unten, es gibt hinter Käfig und Zirkus noch eine andere Welt. So etwas sollte dir nicht einfallen. Wir müssen einen Zahnarzt bestellen. Auch wenn ich hinter Gittern geboren bin, ist das ein Beweis, dass es nichts anderes gibt als Gitter? Wo ist zum Beispiel meine Mutter geboren? Sprechen wir nicht davon. Du machst es dir leicht. Still jetzt. Weiter. Ich werde knurren und dich anfauchen. Mir ist danach. Und außerdem sieht es besser aus. Ja, dass ich gelb bin und gestreift. Warum bin ich gelb und gestreift? Du musst zugeben, dass es dir früher nie aufgefallen ist. Und wozu habe ich Zähne? Wozu habe ich Krallen? Zum Packen, zum Beißen. Ist das alles? Mir scheint ein Geheimnis zu stecken. Schlechte Gedanken, Yusuf. Und nicht nur schlecht. Es sind keine Gedanken, es sind Zahnschmerzen. Und selbst wenn es Wahrheiten wären... Es sind Wahrheiten. Wenn man herausfindet, woher sie kommen, sind es keine mehr. Ach. Zumindest, wenn sie unangenehm sind. Und bei den Angenehmen? Sucht man nicht. Wenn ich dich höre, William, bleibt mir wirklich nichts anderes, als durch den Reifen zu springen. Das wollte ich sagen. Bei alledem, William, du dirigierst mich schlecht. Es liegt daran, dass Anita nicht da ist.
bei mir sagt.